Erste Worte, Dschungelkönigin Jamila total gerührt. Sie ist das neue Dschungeloberhaupt 2023. Ebenso wie Lukas Cordalis, 55, und Luigi Birofio, 23, hat auch Jamila Rowe, 55, die vergangenen 17 Tage im australischen Urwald ausgeharrt. Um die diesjährige Dschungelkampfstaffel zu gewinnen. Nachdem alle drei Kandidaten noch einmal zu ihrer finalen Dschungelprüfung angetreten waren, wurde schließlich der Finalist mit den meisten Zuschaueranrufen gekürt. Die Visagistin hat die Reality-TV-Fans offenbar am meisten mit ihrer Art überzeugt. Mit ihrer Krone auf dem Kopf meldet sich Jamila nun erstmals als frisch gebackene Dschungelkönigin zu Wort. Bereits kurz nachdem Sonja Zietlow, 54, und Jan Köppen, 39, das Ergebnis verkündet hatten, konnte Jamila ihr Glück kaum in Worte fassen. Das kann nicht sein. Das geht doch nicht, gab die 55-Jährige ganz aufgelöst von sich. Mit großem Beifall wird die Make-up-Artistin schließlich im Baumhaus der Moderatoren zur Urwald-Majestät gekürt und zeigt sich total überwältigt. Ich habe so hart gekämpft. Ein ganz, ganz großes Danke an alle, die meine wahre Seele erkannt haben, freut sich Jamila auf ihrem Thron. Auch die Promi-Flash-Leser hatten sich Jamila als Dschungelkönigin 2023 gewünscht. Immerhin waren rund 59,5% der Umfrageteilnehmer der Meinung, dass die Visagistin das Zeug zur Gewinnerin hat. Während Temptation Island VIP Star Gigi mit 25,1% auf Platz 2 landete, bildete der Mann von Daniela Katzenberger, 36, mit 15,4% das Schlusslicht. Alle Infos zu Ich bin ein Star, holt mich hier raus auf RTL+.